Und damit ein zuckersüßes Morgen und herzlich willkommen endlich zu einem neuen Hauptprojekt. Nach langer, langer Zeit können wir hier endlich Let's Play Wooch Galaxy zocken. Und ehrlich gesagt, es gab bisher wirklich noch kein einziges Spiel, was mich so viel Nerven gekostet hat wie dieses hier. Es war einfach schlimm damit. Ich wollte das Let's Play ja eigentlich im Dezember beginnen. Am 14. Dezember, wie ich normalerweise meine Hauptprojekte auch beginne. Aber da gab es dann ein kleines Problem mit meinem Mainboard. Das war im Arsch. Deshalb hatte ich lange Zeit auch keinen Rechner mehr. Wieso auch für kurze Zeit 2 Wochen lang keine neue Outlast-Folge kam. Wobei, kein Rechner mehr, das stimmt auch nicht unbedingt. Jetzt kommt hier eine kleine Cutscene zwischendurch. Lasse laufen, wir können weiter labern. Ich dachte mal, das ist die, die ich als Trailer gezeigt habe. Nur ein bisschen anders. Ja, also wie gesagt, kein Rechner mehr, das stimmt auch nicht unbedingt. Nur mein Mainboard hat kaum noch USB-Anschlüsse angenommen. Weshalb ich auch nicht über Crapper oder Capture Card was aufnehmen konnte. Ja, deswegen kam jetzt auch lange Zeit kein anderes Spiel als nur Outlast. Jetzt habe ich ja schon oft gesagt, ich werde das jetzt wieder nachholen. Und ja, dann hatte ich meinen neuen Rechner, wollte Wooch Galaxy hier aufnehmen. Aber meine Konsole meinte einfach mal so, nee, das Spiel nehme ich nicht an. Zuerst habe ich gedacht, ja, das Spiel ist vielleicht ein bisschen zerkratzt. Das liegt hier jetzt auch schon seit 1900 Holzbombe rum. Also das Game habe ich schon verdammt lange. Ja, habe ich mir einfach mal via eBay ein neues gekauft. Also kein neues, ein gebrauchtes schon, aber halt eine zweite Version von dem Spiel gekauft. Hab das reingesteckt. Derselbe Fehler, der auch bei den anderen Spielen kam. Habe ich mir so gedacht, ja... Wie hoch steht die Wahrscheinlichkeit, dass man zweimal dasselbe Spiel hat, was auch zweimal denselben Fehler hat? Vielleicht liegt da an der PlayStation. Konnte aber nicht sein. Denn jedes andere Spiel hat ja funktioniert für die Konsole. Jedes andere Spiel funktionierte. Habe ich mir so gedacht, ja, vielleicht nimmt das Spiel nicht an. Keine Ahnung weshalb. Früher konnte ich es auch zocken. Gut, ich habe jetzt zwar auch eine neue Konsole. In der Zwischenzeit habe ich ja schon 4 PlayStation 2 Konsolen zerschrottet. Mindestens. Habe ich mir dann einfach so gedacht, ja, kannst du es über Emulator mal auf dem PC versuchen. Habe ich gemacht. Emulator runtergeladen, Spiel auch runtergeladen. Ist ja nicht illegal, solange man die Originalversion auch noch hier zu Hause liegen hat. Darf man das ja. Und ja, meinte der Emulator erstmal Probleme machen zu müssen, weil falsche Einstellungen drin sind. Musste ich 3 fucking Tage an den Einstellungen rumhantieren, bis ich es endlich geschafft habe, die richtigen Einstellungen zu machen, dass das Spiel perfekt läuft. Und es hat wirklich richtig gut gelaufen. Es lief wirklich richtig gut. Es hat richtig gut gelaufen, ja. Also die Grafik war Bombe, der Ton, der war mega. Bei weitem besser, als er hier sein könnte. Habe ich nur gesagt, ja, geil, kann man es jetzt endlich let's playen. Emulator angeschlossen, also hier angeschossen, angemacht. Game gestartet, Fraps gestartet. Was passiert? Fraps zieht zu viel Leistung. Game kackt ab. Ja. Hab ich mir dann auch so gedacht. Willst du mich eigentlich verarschen? Hab ich da noch Camtasia angeschossen? Das frisst ja nicht ganz so viel Leistung wie Fraps, aber anscheinend auch zu viel für einen Emulator. Bis man mir dann... Bis mir dann einer angeboten hat, als ich ihm das alles erzählt habe, ich könne ja mal seine PlayStation ausprobieren. Wobei er hat mir zuerst angeboten, dass ich ihm das Spiel gebe und er probiert es selber aus. Und wenn es dann funktioniert, gibt er mir seine PlayStation. Gesagt, getan. Jetzt darf ich dank den lieben, lieben Marco, der von mir hier auch nochmal den größten Dank bekommt, den ich 2016 nur jemanden ausgesprochen habe. Marco aka Daikiri, sein Instagram-Kanal ist unten in der Beschreibung verlinkt. Fettes Dankeschön, ohne ihn könnte ich das Spiel jetzt niemals let's playen. Er hat mir einfach seine PlayStation ausgeborgt
Und ja, jetzt können wir das Spiel spielen. Und boah, ja, jetzt so ein feiner, eisgekühlter Daiquiri. Das wäre was richtig Geiles. Schön mit Erdbeersirup. Oh. Und auch wenn man hier schon mal jeden dankt, danke ich auch nochmal den anderen Marco, Hex64 Gaming, denn ohne ihn hätte ich meinen Computer definitiv nie so schnell zum Laufen gebracht. Der wäre jetzt höchstwahrscheinlich noch im Arsch. Hey, hier nochmal Dankeschön an alle, die mir jetzt hier 2016 bereits geholfen haben in Sachen Technik, auch wenn ich nicht weiß, wer dieser Nick ist und auch wenn ich relativ selten bei Saturn war, aber trotzdem vielen Dank an euch alle. So, das Intro können wir jetzt nochmal wegklicken. Zweimal brauchen wir das ja nicht anzuschauen. Ich laber hier schon viel zu viel. Wir werden jetzt auf alle Fälle hier Let's Play Wooch Galaxy Let's Playen. Also Wooch Galaxy Let's Playen Let's Play. Und so. Versteht ihr? Das Game ist richtig geil und ich habe mich auch schon seit Mitte 2015 wie eine Hupfdode drauf gefreut auf dieses Spiel. Machen wir mal kurz Optionen, gucken, ob da irgendwas drin ist. Kampfkamera, ja. Niedrig? Ach, lassen wir es. Ah ja, sieht alles doch relativ gut aus, denke ich. Aktiver Chat, okay. Alter, das Spiel wird richtig geil sein, hoffe ich. Es ist das letzte Game, was Level 5 für die PlayStation 2 erschaffen hat, bevor es zu PlayStation 3 Spielen gewechselt ist. Aber es wird nicht das letzte PlayStation 2 Spiel sein, was wir von Level 5 Let's Playen werden. Handlung. Der dunkle Schatten des Krieges, der die Galaxie spaltet, hat den entfernten Wüstenplaneten Rosa erreicht. Wegen seiner natürlichen Bodenschätze wurde Rosa der Kontrolle der Longardischen Föderation unterstellt, um eine Invasion des Traxianischen Reiches zu verhindern. Unter Longardias Herrschaft ist es den versklavten Rosanern nun verboten, den Planeten zu verlassen. Okay. Ich hoffe mal, dass das Spiel hier jetzt super funktioniert. Ich hatte vorher einen kleinen Testlauf. Da waren die Ladezeiten des Öfteren mal relativ lang. Ich hoffe, das klappt mit dem Let's Play. Wird aber schon gehen, denke ich mal. Also besser als beim Emulator ist allemal. Der hatte wirklich tausende Fehler. Mal ging der Ton nicht, mal ging es nur in Zeitlupe. Mal kam jede Sekunde ein Bluescreen rein. Da konnte man schon aufregen. Aber egal, ich halte jetzt mal meine Fresse und lasse euch das Intro gucken. Bis gleich. Tüdelühü. Trapped within this desert wasteland. The sands of time blow ceaselessly. But it's not gonna end like this. I'm gonna find my way out of here. I swear it. You sure he's in this backwoods bumpkin town? The information came from a credible source. He's here all right. He should be hiding out somewhere on Rosa. Desert Claw? He's one of the galaxy's top hunters. Maybe he got his mitts on a load of dosh and he's off living it up somewhere. Can't believe he'd be wasting his time on this slave rock. Don't worry, he's somewhere on this planet. My instincts are infallible. Like I'm gonna trust a robot's instincts. I would if I were you. They're quite uncanny. Besides, I can use this to determine whether or not he's the real deal. Just leave it to Steve, all right? Really? Well, the captain will be pretty cheesed off if we don't find him. So you'd better come through on this. I know, I know.
tuckered out, huh? You did well, boy. Two medium-sized mish. Okay, pal, you met your quota. And here's your pay. Huh? Is that all? Can't you spare a little extra? We didn't bring that much with us, you know? Besides, slaves like you should be grateful we even bothered. Ich zeig dir gleich mal, wer hier der Sklave ist, du Penner. I'm not doing this for my health, you know. Scheiß Klonsoldat. This is all that I got today. Those Longardians are getting a little too big for their britches. You gonna let them get away with it? No, no. Don't get so worked up over it. It's been 2 years since Rose has been under Longardian rule. They're still struggling to get used to this place. We'll get our chance soon enough. Man, why did Rosa have to get mixed up in this war? Geil, wie das Schwert da durchguckt. It used to be such a peaceful planet. The Longardians aren't all bad, though. Now that their lookouts are posted at the gate, we never get beasts in town anymore. But the whole reason they're posted there is to keep an eye on us. What the? Seems I spoke too soon. There's a beast in town. A pretty big one by the looks of it. All right, I'll take care of it. Jester, wait. Don't worry, I'll behave. Was zum? That thing? This is bad. It's heading for the residential area. Huh? Damn, I'm surrounded. Don't sweat it. These foes are nothing. They just rode in on the big guy's coattails. Huh? Who are you? Let's finish these chumps off first. Okay, da scheint jetzt gleich loszugehen. Ja, Waffe ist okay. Andere Waffen, yo. Ja, und los. Alter, ja, kommen gleich alle auf einmal. Ist klar. Fuck you! Was ist jetzt? Okay. Jo. Ah. Ich muss abwehren. Und jetzt? Achso, haben es geschafft. Okay, cool. You're pretty strong. Ich bin besser. That wasn't even a warm-up. Voll der Angeber. Who are you? I'm your ally, of course. For now, anyway. Full dragon. The big fellow went off toward the residential area. That beast is worth at least 20,000. Come on. 20,000? What are you, some kind of... Ah, das wird dieser, wie haben die, von denen die zwei Roboter da vorhin gesprochen haben. Desert Claw, das wird dieser Desert Claw sein. Jo, und was ich auch noch sagen wollte, was natürlich auch scheiße war mit den Emulatoren. Die Waffen, die hatten alle so einen schwarzen Porno-Balken drauf. Das war auch nicht unbedingt cool. Und ja, hoffen wir mal, dass das Spiel hier alles super funktioniert. Es ist, wie ihr sehen könnt, das wohl letzte Spiel, was Level 5 für die PlayStation 2 rausgebracht habt. Hat. Und damit auch das Spiel mit der... Ja... Ich würde jetzt nicht besten Grafik sagen, denn einige Leute finden auch so ein 16-Bit-Game hat die beste Grafik von allen. Mit der qualitativ hochwertigsten Grafik.
Und es wird definitiv ein Game sein, wo wir jahrelang dran rumspielen werden. Denn es ist schon ziemlich groß, würde ich schätzen. So, gibt es denn hier irgendwas? Vater Raoul. Ich habe gehört, dieser Riese stampft durch die ganze Stadt. Ich nehme an, es ist eine menschenartige Bestie. Sei da draußen wirklich vorsichtig, Jester. Oh ja, mach das schön. Arak. Wir werden hier drin sicher sein. Die Wüstengeister werden uns beschützen. Aha. Wenn du meinst. Samulu. Also nicht Salomon. Ich habe unterwegs einen seltsamen Typen gesehen. War wohl ein Kopfgeldjäger. Aber wer weiß, vielleicht schnappt er den Riesen da draußen. Nee, nee, das werde ich machen. Mario? Nee. Ah. Mario. Mann, ich habe noch nie so viele Bestien gesehen. Irgendwas geht hier vor sich. Irgendwas also. Und Mahal. Touch Mahal. Wer weiß, was ohne Longardias Hilfe geschehen wäre. Wir schulden denen was. Aha, deswegen kam auch jetzt dieser riesengroße Mega-Monster-Käfer hier rein. Manchmal höre ich die Stimmen der edlen Schwerter. Aber im Moment höre ich gar nichts. Der Pfad ist noch nicht deutlich geworden. Aha. Aisha! 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 Heilige Götter! Bitte rettet Salgen! Irgendwie! So, da hinten hat was. Das ist doch eine Eine Schatzkiste! Schatzkiste! Ach, wie liebe ich Rollenspieler! Drei Heiltränke! Als ob wir sowas benötigen. Na gut, so wie die Monster uns eben schon gefickt haben, glaube ich das eher schon. Dammit! What's going on? So, da hinten stehen noch welche. Was macht ihr denn da? Zeit! Nee, das ist nicht Zeit. Aschner! Zeit, ich fürchte mich. Ich habe Angst, dass wir getrennt werden. Keine Angst, Aschner. Was auch geschieht, ich stehe dir zur Seite. Zur Seite. Alter, was... Die Sonne. Da muss es ja übelst heiß sein. Gut, so kalt wie es derzeit draußen ist, ist das zwar geil, aber nee, so eine Hitze will ich auch nicht. Jasmina. Jester, bist du dir deiner Sache sicher? Selbst Longardias beste Leute hätten Probleme, diese Bestie zu erledigen. Ach, ich schaff das schon. Und wer bist du? Shanali. Die Raumpiraten haben sich wohl eingeschlichen, als wir beschäftigt waren. Was? Was für Raumpiraten? Da ist ein Klonkrieger, der hier natürlich langweilig rumläuft und nichts macht, während bei die Bestien die Stadt zerstört. Jen. Die Bestien verwüsten die Stadt. Schnell, alle in die Kirche. Ulbor. Hey, schön, dass ihr so abenteuerlustig seid. Aber pokert nicht zu hoch. Da draußen, habt ihr mich verstanden? Nö, hast du was gesagt? Eine Schatzkiste, Schatzkiste! Schneeornament. Okay. So, hier hinten ist doch eben noch irgend so ein Klonkrieger rumgelaufen. Wo ist denn der hin? Das Let's Play wird definitiv unendlich lange dauern, weil wir hier alles zeigen werden. Wir werden mit jedem Typen reden, wir werden wirklich jede Ecke durchborsten, also ihr könnt euch schon mal auf über 150 Folgen freuen. Jade! Hä? Was mach... Hä? Hä? Was mache ich hier eigentlich? Ich soll diesen Ort eigentlich bewachen, aber ich verstecke mich ja nicht, oder so. Ich soll diesen Ort eigentlich bewachen, ich verstecke mich ja nicht, oder so. Ja, genau, jetzt hab ich's. So, wer rennt da rum? Aber wie es aussieht, geht das jetzt etwas schneller. Denn vorher war öfters mal das Problem, dass es ein paar Minuten gedauert hat. Also ein paar Minuten, so ein paar Sekunden gedauert hat, bis die Monster gespawnt sind. Oh, scheint jetzt besser zu laufen. Passt. Und hier ist doch eben Mercy. Unsere Angriffe waren völlig wirkungslos. Diese Waffen sind verdammt wertlos. Genauso wie dein Kopf.
So, ich denke mal, hier kommt man nirgendwo rein. Hamilton. Die Longarder sind nutzlos. Ihr müsst uns irgendwie helfen. Jo, ich mach das schon, keine Sorge. Wer ist das? Percy. Das, mit denen hatten wir schon geredet. Percy, erinnert mich gleich an Candle Cove. Können wir rausspringen? Können wir leider nicht. Da war noch einer. Abu Dhabi. Verdammt. Wohin man auch schaut, Bestien. Ich glaube fast, ich sollte in den Fluss springen und hier verschwinden. Viel Spaß. Schwimmen ist gesund. Mit der Kameraeinstellung müsste ich mich auch noch ein bisschen beschäftigen. Ach, das ist ein Speicherpunkt. Okay. Und ein Teleporter. Und ein Lagerhaus. Nice. Was ist denn das? Ein bezaubertes, gefrorenes Wappen in Form eines Eiskristalls. Okay, wofür auch immer wir das brauchen. Wir speichern erstmal. Gespeichert. Und dann würde ich sagen, können wir hier auch schon mal gleich den Part beenden. Ist zwar etwas kurz, aber für die erste Folge sollte es reichen. Wir haben zwar beinahe überhaupt nichts geschafft, außer das Intro und Stunden gelabert. Also eine Stunde gelabert und das alles auf eine halbe Stunde runtergekürzt. Wobei wir noch nicht mal eine halbe Stunde haben, sind ja jetzt erst 24 Minuten oder so ungefähr. Aber egal, das mit den Labern wird bestimmt im Laufe des Spiels bestimmt wieder ein bisschen bestimmt geringer werden. Also wie ich mich kenne, eher weniger. Ja, egal. Ich freue mich, wenn es euch gefreut hat, dass dieses Spiel jetzt endlich beginnt. Ich hoffe, es gefällt euch genauso sehr wie mich. Wie gesagt, meine Vorfreude. Ich freue mich wie eine Hupfdohle auf das Game. Es wird definitiv ein richtig geiles Let's Play. Ich hoffe, euch wird es gefallen. Freue mich wie immer über Kommis, Abos und Likes und dann bis zur nächsten Folge. Tüdelü.